In diesem Video führt Bronkhorst Hightech, der Marktführer auf dem Gebiet thermischer Massendurchflussmesser und Regler, das Funktionsprinzip eines thermischen Massendurchflussreglers der L-Flow-Serie vor. Dieser thermische Massendurchflussregler arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15 bis 24 Volt Gleichstrom. Nach dem Einschalten zeigen die LEDs oben auf dem Instrument seinen Status an. Wenn die grüne LED aufleuchtet, ist das Instrument einsatzbereit. Die Elektronik unter der Abdeckung des L-Flow-Massendurchflussreglers ist in SMD-Technik ausgeführt. Der Messteil des Instruments besteht aus einem patentierten Laminar-Flow-Element in Kombination mit einem thermischen Massendurchflusssensor. Sobald das Instrument mit dem Prozess verbunden wurde, kann der Versorgungsdruck eingestellt werden. Das Gehäuse und der Sensor werden nun mit Gas gefüllt. Der Sensor besteht aus einem dünnen Kapillarröhrchen, das mit einem Heizelement und zwei Temperatursensoren ausgestattet ist. Das Heizelement erwärmt das Röhrchen. Solange kein Durchfluss vorhanden ist, erwärmen sich die zwei Temperatursensoren gleichmäßig. Der Differenzmesswert ist 0. Dieses Signal wird an den Mikroprozessor weitergeleitet. Über den PC, die SPS oder einen analogen Anschluss erhält das Instrument einen externen Sollwert. Dieser Sollwert wird mit dem Messwert verglichen. Ist der Sollwert höher als der Messwert, steuert der PID-Regler das Regelventil an. Die elektromagnetische Spule übt Kraft auf den magnetischen Kolbenhalter aus. Diese Kraft ist mit der linearen Feder im Gleichgewicht, die das Regelventil stromlos geschlossen hält. Wenn sich der Kolben von der Düse mit einem Spalt löst, hat dies einen Durchfluss durch das Instrument zur Folge. Das Gas fließt durch das Laminar-Flow-Element, das als genau vorhersehbarer Durchflusswiderstand dient. Dadurch ist es möglich, ein Instrument für die Verwendung mit Stickstoff zu bauen und zu kalibrieren und für ein beliebiges anderes Gas weiterzuverwenden. Der Widerstand des Laminar-Flow-Elements stellt zudem sicher, dass ein kleiner proportionaler Teil des Durchflusses dem Sensor zugeführt wird. Dieses kühle Gas kühlt den ersten Temperatursensor. Der zweite Sensor erkennt das Gas, das vom Heizelement erwärmt wurde. Nach dem Energieerhaltungssatz ist der Temperaturunterschied ein direktes Maß für den Massendurchfluss. Das Signal vom Sensor wird mit dem gewünschten Wert im PID-Regler des Mikroprozessors verglichen. Der elektrische Strom der Spule wird so angepasst, dass der Abstand zwischen dem Kolben und der Düse genau richtig ist, um die gewünschte Menge Gas zu regeln. Der Regelkreis führt diesen Vorgang in wenigen Millisekunden aus. Auf diese Weise wird ein überaus konstanter und stabiler Gasdurchfluss erreicht. Bronkhorst Hightech steht Ihnen mit seiner Erfahrung und seinem Wissen gerne im Rahmen einer Zusammenarbeit zur Verfügung, um Ihren Prozess zu verbessern.